Der Lauf gegen rechts des FC St. Pauli. Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, fand diesmal am Jahrestag des Gedenkens des Brandanschlages in Solingen statt. Vor 30 Jahren zündeten Neonazis das Haus der Familie Gentsch an und 5 Menschen kamen zu Tode. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Bisher gibt es über 219 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland seit der Wende. Somit ist der Rechtsradikalismus und der Rechtsterrorismus die größte Bedrohung in Deutschland. Rassismus tötet und zerstört Familien. Lieber 30 Stunden Prävention und politische Bildung als eine Stunde Opferberatung. Ich, Nils Oskamp, war letzte Woche das erste Mal Referent für die Bundeszentrale für politische Bildung tätig und bin das dritte Mal Schulpate im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage geworden. Ich widme diesen Lauf gegen rechts um die Alster den Schülerinnen und Schülern meiner Patenschule, dem Reinoldus-Schiller-Gymnasium in Dortmund-Dorstfeld, der Heinrich-Steinhöfel-Schule in Walderstadt in Baden-Württemberg und der Hauptschule Scharnhorst in Dortmund. Ich grüße euch und hoffe, bald wieder an eurer Schule zu sein. Vielen Dank. Sehr schön. Also wie wir schon vorhin angesprochen haben, bin ich auch /Aktivistin. Das heißt, ich kämpfe für Meinung und das Recht von Leuten, die die gleichen äußeren Pigmente haben. Vielleicht ein anderes Dokument, weil hier wird ja klassifiziert, eingestuft, entschieden, angenommen, abgelehnt. Und für die, die es noch nicht wissen, Deutschland probiert misshandelt in den Behörden und keiner weiß es. Also bitte, wenn ihr schon mit solchen T-Shirts rumläuft, an so etwas teilnimmt, klärt euch auf und tut was dagegen, alles klar?